Ich bin jetzt Ukrainerin, also muss ich natürlich die Meinung des Westens und den westlichen Medien ja auch vertreten. Was machen wir mit den ganzen unnützen Essern? Ja, also das heißt, jeder hat so seine Meinung und es wird halt so ausgelegt, natürlich, wie man es jetzt gerade braucht. Also das bedeutet, dass man auch hier sozusagen inhaltlich das Ganze verdreht hat. Und wenn du diese Kompetenz zum Beispiel als Durchschnittsbürger nicht hast, dann wirst du dem jetzt nicht auch auf den Grund gehen. Liebe Zuschauer, heute zu Gast Chrissy Rieger, auch bekannt als die Aktionärin. Und zwar, Chrissy hat ein ganz neues Buch geschrieben, Das System. Da werden wir heute drüber sprechen. Wir werden uns heute einzelne Punkte aus dem Buch vorknüpfen. Mittlerweile über 100.000 Abonnenten, 116.000. Und ich freue mich natürlich, dass Chrissy heute wieder mal zu Gast ist. Kam ja letztes Mal sehr, sehr gut bei unseren Zuschauern an. Und ich freue mich natürlich umso mehr, dass du dir wieder mal die Zeit nimmst zum Plaudern, was in der Welt derzeit so passiert. Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Wir haben es ja gerade schon im Vorgespräch davon gehabt, dass es auch immer schwieriger wird, gewisse Themen auszusprechen und dass man auch, je größer man in den sozialen Medien mit seiner Reichweite und Community wird, immer mehr Gefahr läuft, vielleicht auch irgendwo unterdrückt zu sein. Zensur, du hast es in deinem Buch auch betitelt, wie die Politik und Medien und die Wirtschaft manipuliert werden. Aber was war denn deine Essenz während deiner Recherche zu diesem Thema? Also die Essenz, es ist ja so eine Zusammenfassung aus den verschiedensten Themen. Also ob es jetzt Krieg, Politik, Gesellschaftskritik, also ganz, ganz viele Themen, wo man immer zu dieser Grundessenz kommt, dass hier manipuliert wird, dass Lüge und Wahrheit immer wieder vertauscht wird. Es teilweise im Nachhinein dann doch rauskommen kann, wenn es dann im Grunde keinen mehr interessiert. Und das alles sozusagen zusammengefasst und mit Quellen belegt, damit man sagen kann, Moment mal, da ist das schon wieder passiert. Oder wieso wiederholt sich das? Oder wie man sagt, die Geschichte reimt sich immer wieder und darauf wollte ich auch aufmerksam machen. Und welche Rolle spielen dann die Studien und gerade die Statistiken dabei? Du hast ja so ein Stück weit beschrieben, dass uns diese Studien und Zahlen gerade vielleicht auch in den letzten 2 Jahren als gutes Beispiel ein Stück weit hinters Licht geführt haben. Und ja, was hast du dabei rausgefunden? Ja, also es gibt ja diesen Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und im Grunde, eigentlich kennt es jeder, aber bei den meisten ist es so, haha, ja, witzig. Aber trotzdem glaubt man es, weil die Menschen neigen dazu, dass sie Zahlen eher neutral bewerten. Das ist, dem glaubt man mehr als jetzt einfach irgendeiner wörtlichen Begründung. Und deswegen ist es ja so, dass man Studien und Statistiken dafür dann benutzt, um bestimmte Notwendigkeiten zum Beispiel zu begründen. Und wie du gesagt hast, in den letzten Jahren, beispielsweise seit 2020, diese Inzidenzzahlen, die ja die neuen Infektionen pro 100.000 Menschen in 7 Tagen darstellen sollen. Und da hat es ja auch erstmal angefangen, dass das belegbar ist, ja, mit den Tests. Dann wurden die Tests gemacht und die Tests erstmal freiwillig, dann im Krankenhaus. Und dann wurde es ja mehr und mehr, dass es verpflichtend wurde. Also das heißt auch hier zum Beispiel, also ohne dass da jetzt die Zahlen verdreht wurden oder bestimmte Darstellungen manipuliert wurden, kann man schon sagen, die Zahlen sind ja hochgegangen, weil ja mehr getestet wurde, zum Beispiel. Aber so war die Darstellung, es wird ja immer mehr, weil es akuter wird, es wird gefährlicher. Also das bedeutet, dass man auch hier sozusagen inhaltlich das Ganze verdreht hat. Man kann da so viel manipulieren und machen. Und wenn du diese Kompetenz zum Beispiel als Durchschnittsbürger nicht hast, dann wirst du dem jetzt nicht auch auf den Grund gehen. Ich denke, das ist auch eines der wichtigsten Instrumente, das man in der heutigen Zeit nutzt, um den Menschen eine Scheinwahrheit vor Augen zu führen. Einfach Zahlen in dieser Form hinzustellen, als wären sie der Schluss des Ganzen. Und wir sehen ja jetzt nach 2,5 Jahren, dass mittlerweile sehr, sehr viele Politiker zurückrudern. Mich wundert es, dass wenige bisher sich in der Öffentlichkeit auch entschuldigen. Im Gegenteil, sie stellen sich als die Unschuldslämmer, als Selbstgeschädigte und die Opfer hin. Gerade auch, wenn man sich Jens Spahn anschaut, der jetzt sehr viel mediale Arbeit macht, um das, was er mit dem Hintern eingeschlagen hat, während der Pandemie wieder gut zu machen. Eine Frage interessiert mich jetzt speziell, Chrissy, und zwar, du bist ja ursprünglich oder hast zumindest ukrainische Wurzeln, wenn die Recherche stimmt. In dem Thema des Ukraine- und Russland-Konflikts bist du dadurch ja schwerer angreifbar, wenn du solche Dinge bewertest. Nimmst du da einen anderen Umgang der Medien wahr, als beispielsweise während der Pandemie, wo man quasi jeden, der die Meinung hatte, die wir vielleicht vertreten haben, in eine Ecke und in ein schlechtes Licht gestellt hat? Es ist wirklich so, dass es für viele Zuschauer auch etwas schwierig ist, weil es ist ja so, der Mensch mag ja ganz gerne
in Schubladen denken sozusagen. Also das heißt, ich sage jetzt, du bist jetzt sozusagen, also ich bin jetzt Ukrainerin, also muss ich natürlich die Meinung des Westens und den westlichen Medien ja auch vertreten, weil anders geht's nicht, weil sonst bin ich ja vielleicht für Krieg oder was auch immer diese Schublade für Narrative gebildet hat. Oder auf der anderen Seite, ich bin dann irgendwie Russenpropaganda oder werde sonst wie bezahlt oder wie auch immer. Und das merke ich schon, dass es sehr schwierig ist für manche, wenn man einfach sozusagen in der Mitte steht und sagt, ich finde das nicht in Ordnung, dass ein Land ein anderes angreift und ich vertrete da die Meinung nicht. Aber andererseits finde ich es auch nicht in Ordnung, wie dieser Krieg ausgenutzt wird und für welche Zwecke. Und im Grunde vertrete ich nur die Meinung, dass unterm Strich Menschen leiden müssen und das in jeglicher Form, weil sozusagen im Grunde ja nur höhere Absichten dadurch verfolgt werden. Und wenn man sieht, dass eigentlich in unserer Welt jährlich Krieg herrscht irgendwo und es im Grunde keinen interessiert, beziehungsweise Regierungen das sogar unterstützen, ja, durch Waffenlieferungen oder Gelder oder Sonstiges, das einfach nicht berichtet wird und das dann egal ist. Aber dieser Krieg wurde jetzt so aufgebauscht, dass es ist einfach jetzt sozusagen total komplett in den Medien, also in den Köpfen der Menschen, und gleichzeitig ist es für sehr viele absurd, dass ich da nicht eine bestimmte Meinung vertrete. Ja. Und gleichzeitig kann man mich nicht anfeinden, also nicht so direkt, weil man ja sagt, jetzt Ukrainer darf man ja jetzt gerade nicht anfeinden. Mich würde deine Meinung mal interessieren. Und zwar, wenn wir uns mal die Entwicklung dieses Kriegs anschauen, dann ist es ja durchaus so, dass zumindest, wenn man sich auch mal die Zahlen, Google Trends und so weiter anschaut, die dritte Weltkriegsangst extrem groß war. Und ich weiß nicht, ob du Verbindungen noch hast, Familie, Freunde, wie auch immer, auch in Richtung der Ukraine. Wie ist denn die Wahrnehmung vor Ort? Wie ist denn die Wahrnehmung hier? Wie ist denn die Wahrnehmung auch deiner Meinung nach gerade in unserer Bevölkerung? Weil wenn man mal aus neutralen Blickwinkel draufschaut, dann haben wir ja genau das Phänomen wieder. Es gibt, wie du schon sagtest, die gute und die schlechte Seite, aber eine Meinung dazwischen oder vielleicht sogar gegen Krieg zu sein, ist mittlerweile ja fast schon strafbar. Ja? Also ich sag mal, wie bewertest du die aktuelle Entwicklung? Also ich denke, dass prinzipiell, so wie ich das mitbekomme, dass schon sehr viele Menschen Angst haben vor einem dritten Weltkrieg, wo man das auch gehört hat, eben mit Polen, dass da russische Raketen, also wie die Bild das gleich geschrieben hat, das waren russische Raketen. Wir wissen es zwar noch nicht, aber wir schreiben es jetzt erstmal drauf. Und das Ganze kann sehr schnell eskalieren, dass dann auf einmal die NATO da noch verstärkter sozusagen mit dabei ist. Und also meine persönliche Meinung dahingehend, ich denke mir, dass sehr, sehr viel Schaden schon angerichtet wurde. Also allein dieser Wirtschaftskrieg, wo sich Deutschland jetzt einfach selbst sozusagen mit reingedrückt hat. Und da ist die Frage, ob das jetzt noch relevant wäre, weil man eben mit diesen Zielen eigentlich schon den Plan verwirklichen kann. Und hast du in dem Krieg denn für dich eine Erklärung oder eine Meinung, wie das alles so weit kommen konnte, dass das ganze Thema jetzt auch so weit hochgekocht ist? Also ich sehe auch, dass es viel mehr Hintergründe gibt, als wie man gesagt hat, ja, das war jetzt dieses Jahr und so ist es eskaliert aus dem Nichts sozusagen. Also ich persönlich denke mir auch, es ist eigentlich nichts wert, jetzt unbedingt einen Krieg zu starten oder Krieg zu führen oder Menschen zu töten. Aber prinzipiell natürlich, wie du schon gesagt hast, muss man die Geschichte dahinter auch betrachten. Und im Grunde hat jeder so seine Meinung, ja. Also sowohl in Russland und in russischen Medien wird ja genau erklärt, die Menschen verstehen das und sagen, ja klar, natürlich musste man das machen, ja, weil eben unser Territorium bedroht wird, es immer näher an unsere Grenzen geht, die Ukraine einfach so No-Go, das wurde ja damals schon gesagt, Ukraine und Georgien, das sind einfach, das geht nicht, also so weit darf die NATO nicht vordringen, da gab es ja auch Absprachen, das Ganze aber nicht schriftlich, also natürlich nicht nachweisbar, dass eben die NATO nicht an die Grenzen ranrückt. Und genau, also eine Begründung. Und auf der anderen Seite natürlich die Ukraine, die durch diesen Regime-Change dann Richtung Europa, Richtung NATO wollte, beeinflusst durch den Westen. Also das heißt, jeder hat so seine Meinung und es wird halt so ausgelegt, natürlich, wie man es jetzt gerade braucht, um das voranzubringen, was man voranbringen möchte. Wir haben momentan immer häufiger auch bei unseren Zuschauern die Anfrage, welche Berufsbilder denn überhaupt in der Zukunft, gerade im Zuge dieses Great Resets, noch Berufsbilder sind, die vielleicht sicher sind, die vielleicht auch die Flexibilität bieten, sich an diese Zeiten anzupassen. Was kannst du den Menschen aus deinem Blickwinkel mitgeben? Kannst du dazu was sagen? Ja, genau. Also diese vierte industrielle Revolution ist ja, wie Klaus Schwab auch gesagt hat vom Weltwirtschaftsforum, dass es damit verbunden ist, dass sehr viele
Berufsfelder es einfach in Zukunft nicht mehr geben wird. Und das Problem ist nur, er hat ja auch gesagt, es kommen neue Berufsfelder in Bezug auf KI und Sonstiges. Das Problem ist nur, dass nicht so viele neue dazukommen. Also hat beispielsweise sein Berater dann auch gesagt, was machen wir mit den ganzen unnützen Essern? Ja, also genauso hat das ja gesagt. Und seine Antwort war Drogen und Spiele. Also das heißt, dass man die Menschen ablenkt. Deswegen kommt natürlich dann perfekt so ein Metaverso mit und dort kannst du dann im Optimalfall, also im Optimalfall nicht für dich, aber vielleicht arbeiten. Also zu den Berufsfeldern, die es später gibt. Ich denke mir, dass es jetzt ganz, ganz wichtig ist, sich auch weiterzubilden. Also nicht darauf zu verlassen, das passt. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Berufsfelder. Also wenn man sich das autonome Fahren, also Taxifahrer, Busfahrer, Zugfahrer, dann genauso eine Kassiererin oder ein Kassierer, wenn ich mir schon anschaue von Amazon, diese Wegen, die sie präsentiert haben, wo man Sachen reintut und der scannt es schon. Wenn du es raustust, ist schon wieder weg. Also das heißt, es wird überflüssig, diese Berufsfelder. Also das heißt, die KI braucht den Menschen dann nicht mal mehr, um zu sagen, was soll ich denn tun, sondern auch das sozusagen ist jetzt schon so weit, dass man das, also das heißt auch Berufe, wo du vielleicht dann studiert haben musst, die dann auch wegfallen können. Oder alles, was ein Algorithmus dann reingeworfen kann, Bürokratie, alles kann sozusagen irgendwo ersetzt werden. Deswegen sage ich auch, das ist ganz wichtig, ist einfach die Weiterbildung, dass man sich selber in sein Wissen dann lieber das investiert und zum Beispiel aber auch so sich ein Geldpolster aufbaut, passives Einkommen und einfach schaut, dass man in seiner Berufsgruppe mitwächst. Also egal wie es ist, weil ich denke nicht, dass jetzt ein Handwerker jetzt komplett überschwappt und KI-Entwickler wird oder sowas, sondern man muss einfach schauen, dass man da irgendwie mit der Digitalisierung mitkommt. So. Chrissy, ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, was du alles heute beitragen konntest und ich möchte den Zuschauern auch empfehlen, gerne mal das Buch unter dem Video auf dem Link zu bestellen. Schaut mal rein, das Buch ist wirklich umfangreich. Ich habe selten so viele Quellen gesehen. Also ich muss sagen, ihr habt hier wirklich tolle Arbeit gemacht. Kann ich nur empfehlen. Bedanke mich auch ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und möchte den Zuschauern natürlich auch empfehlen, mal auf deinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Den verlinken wir ebenfalls unten. Chrissy, ich lasse dir gerne als Gast heute auch wieder mal das letzte Wort. Vielen Dank, danke für die Einladung und deine lieben Worte. Und einfach nur mal kurz an die Zuschauer. Man darf einfach nicht aufgeben, den Mut oder irgendwie in Angst und Panik geraten. Denn das ist jetzt die Realität und wir können jetzt einfach alles tun, was in unserer Macht steht, um uns die bestmögliche Zukunft dann auch zu schaffen. Hier geht's zum letzten Gespräch mit Chrissy Rieger. Und vergesst auch nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Bis bald, Chrissy. Pass auf dich auf, bleib gesund. Ciao.